Hallo in alle Welt, willkommen zurück bei der mentalen Pille. Die mentale Pille von heute geht über die Jahreszeiten von unseren Aktionen. Was ich damit meine, ist zu erkennen, wann wir richtig Gas geben müssen in einem Thema und wann wir wieder zurück in die Ruhe finden sollten. Oft habe ich gedacht, um wirklich innere Ruhe zu haben oder so rüberzukommen, als hätte man innere Ruhe, muss man immer ruhig sein. Immer sehr kontrolliert, immer sehr entspannt. Und eigentlich, was mir jedes Mal wieder auffällt, ist, es existiert bei allem eine Polarität. Und auch dabei, wenn man eine innere Ruhe erleben möchte, braucht man auch Momente, die das Gegenteil bringen. Und zwar, um das Leben zu leben, auch Sachen und Dinge voranzubringen. Also ich kann zum Beispiel nicht ein Kind auf die Welt bringen, ohne richtig in einen Stress zu geraten, also physischen Stress, wo ich drücken muss, wo ich nicht drücken, pressen, sagt man auf Deutsch, wo ich pressen muss, wo ich vielleicht emotional angespannter bin, wo ich vielleicht Ängste habe. Das ist alles normal. Und ich kann es nicht erwarten, komplett zen oder komplett entspannt zu sein. Natürlich, wenn alles gut läuft, ist das super. Aber so eine Situation fordert oft von uns eine ganz andere Energie. So ist es auch, wenn ich zum Beispiel ein Haus baue. Da muss ich oft eine ganz andere Energie an den Tag bringen. Ich muss mich konzentrieren, ich muss mich organisieren, ich muss Sachen voranbringen, ich muss andere Leute motivieren, ich muss hinter anderen Leuten her sein. Und das ist wichtig, damit ich die Sachen auch geschafft kriege. So ist es auch auf der Arbeit. Es gibt Momente, wo man richtig Gas geben muss. Vielleicht mal hier und da ein paar Überstunden. Man muss sich wirklich ins Zeug legen. Die Kunst ist aber zu erkennen, wann es auch nicht mehr sein muss. Wann es okay ist oder nötig ist, mal einen Schritt zurückzufahren. Mal wieder etwas für sich selbst zu tun. Und die Balance entsteht dadurch, dass man auch manchmal aus der Balance gerät. Das ist ganz normal. Und dafür sollte man sich eigentlich nicht bestrafen. Es sind wie die Jahreszeiten. Es gibt Jahreszeiten, die holen aus uns mehr Energie raus, mehr Kraft, mehr Lebensfreude. Es gibt andere Jahreszeiten, wie jetzt im Winter, wo man etwas ruhiger wird, wo man etwas in sich fährt. Und das ist auch wichtig, damit man wieder eine interne Balance findet. Das Schwierige danach, daran ist natürlich, wie man aus einem sehr energievollen, aufwendigen Hamsterrad, sagen wir mal so, der Arbeit wieder rausschafft. Und das werde ich in der nächsten mentalen Pille ansprechen. Also für dieses Mal überleg einfach mal, in welcher Situation befindest du dich am meisten? Ist es ständig nur machen, 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 tun, 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 schnell, schnell, schnell? Oder vielleicht auch das Gegenteil, lethargisch? Immer nur müde oder eher lustlos, nichts zu machen, zu gemütlich. Bis bald, bis zur nächsten Pille.